Leute, wir sind zurück bei Trials of Mana mit MikuXC. Hallöchen. Und wir werden jetzt ins Story-Finale starten. Ich habe die Ruftrommel schon ausgewählt. Wir fackeln gar nicht lange. Legen wir los und rufen Was Flämmchen. Was ist im letzten Part passiert? Im letzten Part haben wir gegen Heidmar, der die verdorbene Seele, gekämpft. Und wir mussten Heidmar leider töten. Er ist tot und die Elfin hat rumgeheult, also Charlotte. Und das war's dann auch schon. Das haben wir im letzten Part gemacht. Und der dunkle Priester aus Wendel, Belgar. Belgar ist verschwunden und hat das Mana-Schwert in sich aufgesogen. Ist jetzt auf dem Weg ins Mana-Reich und will die Mana-Göttin töten. Die hält ihn noch auf. Die hält ihn halt noch auf, die volle Kraft zu entfalten und Gott und selber ein Gott zu werden, ne? Richtig, deswegen gehen wir jetzt hier Portal des Heiligtums. Los geht's. Ja. Die Mana-Göttin retten. Freust du dich? Ich freue mich. Hoffentlich kriegen wir dann ein Knutschi. Das wäre immerhin mehr als Mario oder Link bekommen von ihren Freundinnen. Ja. So, komm, mach eine Ladezeit. Wir wollen was erleben. Oh, jetzt ist die Atmosphäre ist ein bisschen anders. Heiligtum des Mana. Alles ist verdorrt. Bei unserem letzten Besuch sah das hier noch anders aus, ne? Da war noch alles saftig grün. Ja. Und jetzt noch mal eine kleine Anekdote. Erzähl. Machen wir weiter. In Schild und auf Mana reichst du kurz anscheinend in die Zukunft in diesem verdorrten Mana-Reich. Für kurze Zeit. Und kämpfst gegen so einen riesen Formwandler. Also einen richtig ekligen. Also gegen so einen in riesig wie wir gegen die gerade kämpfen. Ja, nur halt so einen Klumpen an Masse mit ganz vielen Augen. Oh, geil, Alter. Und Händen. Guck dich hier, öffne mal lieber, achte lieber auf die Karte, geh lieber erstmal in den Sackgassen rein. Ja, du hast recht, weil es könnte ja auch überall... Die Kaktusfratze wieder. Genau, der Fratz könnte wieder hier sein. Das könnte sein, ja. Aber ja, du siehst halt schon direkt, hier war vorher alles saftig grün und jetzt alles so verdorren. Ja, traurig so ein bisschen, das stimmt mich ein bisschen. Ja... Ist halt nicht geil, es ist halt nicht geil. Aber jetzt hat der Miku recht, wir müssen leider wieder nach dem Fratz Ausschau halten, der überall sein könnte. Es kann sein, dass es hier auch keinen Fratz gibt, ich weiß nicht. Wir hatten ja hier schon mal alle Fratze gesammelt, beim ersten Betreten, ne? Stimmt, ja, beim ersten Betreten hast du uns zum Glück geführt und wir haben alle Fratze hier bekommen. Formwandler sind eklig, sobald sie sich verwandeln, füllen die ihre Leben komplett auf. Yep. Das ist sehr eklig, irgendwie. Man muss sie schnell besiegen, die verwandeln sich halt nochmal in eine andere Form. Ja, eben. So, weg mit denen. Aber die sind irgendwie auch süß. Irgendwie schon, ne? Vor allem gibt es die auch noch Secret of Mana, so aus Truhen. Ja, ganz versteckt. So, hier. Und ganz selten. Wir haben keinen einzigen bei mir im LP getroffen, ne? Nee, ich glaube nicht. Aber du hattest erzählt, dass aus Truhen seltene Gegner kommen können. Na, Gegner sind das nicht, die tauchen einfach nur auf und machen nichts. Ja, wir hatten keinen einzigen, schade, ne? Nee, leider nicht. Aber gut, man kann ja alles haben. Dafür haben wir aber in deinem Sieg auf meiner LP ein paar Sachen gezeigt, die... Ja, halt Easter Eggs, ne? So ein klein paar, ne? Haben wir genau gezeigt gehabt, noch ein paar. Wie zum Beispiel diese Totems, wenn man diese schlägt, dass sie die Zunge rausstrecken und sowas. Ja, das war geil. sowas weiß man halt aber auch nicht, als wenn man es halt zuerst spielt, ne? Ja, das stimmt. Mir wäre das nicht aufgefallen. So, hier haben wir keinen Fratzi-Boy. Ich glaube, hier gibt es auch keinen Fratzlauf, aber gerade aus, die sind außerdem hier immer alle relativ offensichtlich. Och, komm, Alter, Umbra-Zeit. Ja, jetzt macht halt Eis mehr Schaden. Eis und Wasser, glaube ich, ne? Und es ist Nacht. Das heißt, vor allem, jetzt müsstest du dich auch in Wolf verwandeln. Im Kampf, ja, stimmt. Also eigentlich ganz gut. Beste Voraussetzung. Da hast du wohl recht. Okay, das ist der Weg, wo wir gleich weitergehen müssen. Dann gehe ich erstmal aber in die Sackgasse. Hier. Ja. Eine Schokolade erhalten. Ja, gut, das kann man mitnehmen. Kann man machen, ne? So, es ist so schade. Ich hoffe, das Mana-Reich erstrahlt gleich wieder im Grün, wenn wir den Typen besiegen. Ich glaube aber nicht, ne? Ich weiß nicht. Vielleicht. Wäre schade, ne? Es wäre halt echt schade, ja. Ich dachte, man kann die gar nicht besiegen bei einem Mal, weil anderen verwandeln sie sich immer. Du kannst die schnell, wenn du schnell genug bist, kannst du das machen, ja. So, damit sind die Formwandler weg. So, aber sonst ist hier nichts.
Du hast recht, ich glaube, hier ist kein Fratz mehr. Was bist du denn? Ninja Blob? Stärkere Version. Geht das jetzt hier schon los mit den stärkeren Versionen? Ja, zumindest bei den Ninja, bei den Blobs hier, ne? So, weg mit dem, so, oh, Cap, oh, ja. Hawkeye setzt seine stärkste Attacke ein gegen einen Blob, Alter. Muss. Oh, Hawkeye, du bist so ein Genie, ey. Ich spüre, wie dein Genie aus dir raussprudelt. Oh, ja. So, hier haben wir keinen lieber zur Sicherheit doch nochmal gucken, aber ich, ja, nee. Fratze sind hier nicht, die wären sonst alle mit verdorrt. Ich glaube, du kannst rechts die rechts beim Aufgang gleich, also jetzt links, oben kannst du aktivieren, dass der Weg nach oben leichter ist, oder? Nee, doch nicht. Nee, kann ich nicht. Ja, das war wahrscheinlich beim ersten Mal so, ne? Wo es noch alles so grün war, ne? Genau, da war das so. Wenigstens ist die Musik immer noch gleich geil. Das stimmt. Aber du kannst ja immer sicher speichern. Ja, das mache ich auch. Weil man weiß nie, der Kampf könnte natürlich schwieriger werden, ne? Aber kann auch nur ein Lappen sein, man weiß es nicht. Richtig. Wobei das Spiel aber auch generell sehr einfach ist. Ja, im Großen und Ganzen. Das liegt aber, glaube ich, halt wirklich hier an den Quality of Life Upgrades. Wenn sie die nicht gemacht hätten, sondern das Spiel wirklich nur in 3D umgesetzt hätten, hätte das immer noch sehr schwer werden können mit, du musst das Menü öffnen und während er dann zaubert, kannst du nichts machen. Und hätten sie das mit übernommen, ja, dann wäre es halt wahrscheinlich richtig furchtbar geworden. Das stimmt. Vor allem, wenn du kannst auch nichts machen, wenn die Gegner ihre Spezialfähigkeiten aktivieren, kannst du gar nichts machen. Genau, sowas halt, ne? Ne, du hast recht, wir haben keinen einzigen Kaktusfratz bis jetzt gefunden hier. Da oben! Da ist er! Guck dir den Fratz an! Also gibt's hier doch welche. Ja, wahrscheinlich nur einen. Ja, ich glaube auch, ne? So, meine Spezialattacke bewahre ich mir bei diesen Blobs hier auf. Das lohnt sich nicht, die hier zu verschwenden, finde ich. Die Blobs das verkürzt halt einfach alles, ne? Eben, man verkürzt halt alles, aber dann kann ich gleich beim Bossgegner mit Spezialangriffen einfach reingehen. Das stimmt. Oh Gott, der ist gerade durchgeslidet, hast du das gesehen? Ja, die sliden generell irgendwie voll gerne. Aber übrigens, die verwandeln sich auch in dich, die Ninja-Blobs. Nicht dein Ernst. Guck doch. Oh ja, da ist Kevin, Alter. Aber leider ist er wirklich nur ein Kevin. Der ist ein richtiger Kevin. Und nicht, der coole Kevin wie wir. So, das war's. Gib nur einen echten Kevin. Echt so. So, der Fratz ist da oben auf der Brücke. Da haben wir ihn nämlich gesehen. Da versteckt er sich. Du hast den Kaktusfratz gefunden. Oh, Kaktusfratz-Sichtungen werden jetzt auch angezeigt auf der Karte. Ja, das öffnen wir die mal gleich. Das heißt, wir können jetzt Kaktusfratze auf der Karte sehen. Öffne mal. Guck, also es gibt dir nur einen von einem Kaktusfratz links. Oh, du ja, siehst du nicht auf der Karte, aber du siehst links, wie viele es in deinem Gebiet gibt. Geil, das heißt, wir haben hier alle Kaktusfratze. Sehr schön, dann brauchen wir hier nicht mehr gucken an einem Fratz. Das ist immer sehr gut, ne? Erleichtert vieles. Ja, auf jeden Fall. Im Original gab es die Kaktusfratze ja nicht. Das ist ein bisschen schade. Ja, ich mag die Suche nach den Kaktusfratzen, ne? Das macht Spaß, die kleinen Fratze zu finden. Außerdem wirst du dann dazu auch mal verleitet, die Gebiete zu erkunden, anstatt einfach durchzurushen. Das stimmt. Deswegen finde ich auch ganz gut, dass sie es halt optional so gemacht haben, dass man die sieht, ne? Ja, eben, genau. Erst später sieht. Ich finde das halt auch gut, dass auf der Karte dann jetzt angezeigt wird, hier gibt's genau einen Kaktusfratz, dann weiß ich, ich habe einen vergessen. Dann muss ich hier nochmal durch das Gebiet schlendern und mich mal umgucken, ob ich hier noch einen finde. Das stimmt. Ich finde das hier. Ja, jetzt geht's gegen den Boss. Richtig, ich finde das hier halt eigentlich sehr gut gelöst mit den Fratzen, um dich dazu zu verleiten, die Umgebung halt einfach zu erforschen. Ja, wirklich gut gemacht. Da ist er. So, Belga wartet. Let's go. マナの女神はたった今死んだよ。なんてひどいことを。許せない。
Mana no ki ga ushinaware, dondon yowatte itteiru you ja na. Fairy wa mana no ki o mamoru tame umareta ikimu. Mohaya sonzai suru imi wa nakunatta kara na. Ja ga anshin suru ga yo. Washi ga omae wo undead ni shite ikikaerase, washi o mamoru toyu yakume o ataete yaro. そんなことさせない。あ、フェアリー。おやおや、私のしもべとなるよりは自ら死を選んだかも。愚かよのう。神のしもべとなれるチャンスを捨てるとは。まあいい。しもべなるいなくとも、わしは今や全能の力を手に入れた。 この日が来るのをどれだけ待ち望んだことか。この仮面の下には人間に対する憎悪だけが隠されている。わしは時が来るまで自分を抑えるためにこの仮面をつけた。だがついにその時は来た。全ての憎悪を解放し、わしを追放した人間どもに死の裁きを下してやるのだ。 Okay. Jetzt geht's los. Ja. わしの本当の姿だ。わしは自らの体に天性の秘宝を使うことにより死を超えた存在ダークリッチとなり、今また神を超える力を手に入れた。さあお前たちも楽にしてやろう。死ぬがいい。 神の怒りを思い知るがよい。
Und los geht's. Oh yeah. Oh yeah. Schattenlicht. Der wird hart. Bin gespannt, was er kann. Ich auch. Du musst übrigens das Mana-Schwert nicht als Waffe sehen, ne? Du musst das Mana-Schwert einfach als heiligen Gegenstand sehen, dann macht das alles mehr Sinn. Also es ist mehr ein heiliges Gegenstand als eine Waffe, mit der man kämpfen kann. Genau. Ja. Alter, was geht mit ihm ab? Yo! Bei ihm ballert, Alter. Der rastet aus. Was ist da für eine Seele auf dem Feld? Gute Frage. Die verfolgt mich gerade. Ja. Ich glaube, die ist nicht gut. Ich glaube auch nicht. Die hat nichts Gutes zu bedeuten. Und der erste ist anscheinend tot. Er heilt schnell. Wow. Alter. Na, du machst gut Schaden, tust das ja nicht. Ja, eben. Aber der kann was, ne? Das ist doch mal ein Bossgegner, Alter. Ja, er kann mich mit Felsbrocken bewerfen. Der sieht aber auch cool aus, ne? Ja, Thanos, ich hab schon mal gegen dich gekämpft in Secret of Mana. Nee, Thanos hieß ja nur der Körper, den er in Secret of Mana Besitz ergriffen hat. Stimmt, das war immerhin schon der Dark Lich, ne? Genau. Aber hier kam mir das vom Satz her übelst komisch vor, weil er sagt, ich bin jetzt ein Dark Lich und nicht, ich wurde übernommen. Oder ich habe den Körper übernommen. Das hat mich halt so ein bisschen gewundert, weil ich glaube, im Original ist das anders beschrieben, ne? Ich weiß es nicht mehr. Das weiß ich nicht. So, du kannst deine Superattacke vergessen, wenn ich mein Spiel habe. Man kann es aber auch anders lesen. Er hat ja ein Komma noch davor gesagt. Noch vorgeschrieben. Stimmt. Er meint vielleicht, ich bin jetzt, da ich der Dark Lich bin, ne, seine wahre Form, irgendwie so. Eben. Ist auf jeden Fall sehr interessant, dass man hier nochmal gegen ihn besiegen kann, wie auch in Secret of Mana. Heal! Meine Güte, haut aber rein, ne? Wow! Der hat gerade beide einfach gekillt, ne? Ja. Oh Gott, besiegt, schnell! Das kann ich killen. Das denke ich auch. Aber wir haben es besiegt. Ja, sehr gut. Alter, der Schaden. Sehr guter Schaden, ne? Hast du. Wow. Oh, sehr guten Schaden. Triffst du überhaupt? Ja. Ja, ich treffe. Nee. Boom! Doch. Okay. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt den dritten Klassenwechsel nicht, ne? Oh. Oh, Junge, Alter. Und du willst das ohne einen Klassenwechsel schaffen? Das wäre auf jeden Fall mal eine Challenge. Definitiv. Boah, dann kann man rast ja richtig aus. Das macht ja alles. Meteorsalbe, pass auf. Heilung. Warte. Boah, das hier ist das, ne? Das heilt Staatseffekte, ja. Heal! Oh, nice. Typenwechsel hat er gerade gemacht. Ernsthaft? Der kann auch sowas wie Typenwechsel? Oh! Komm, vernichtet das! Das kann uns töten, Alter! Wenn du dich jetzt nicht heilst, tötet es dich. Oh. Ja, wir wurden gerade Folge hier. Ja. Das ist ja gleich. Und der müsste ja down sein jetzt. Ja, jetzt ist er down, oder? Ja, easy. Ja. Sehr guter Kampf. Nice. Los doch. Sehr gut. Das war ein nicer Kampf. Hast du gut geschlagen. Aber war auch relativ einfach, ne? Ich war auch vom Schwierigkeitsgrad war ich bei mir auch enttäuscht. Ja, leider. Der war halt wirklich ein bisschen einfach. Ich fand da Zabelfahr ein bisschen schlimmer.
Stimmt.希望を失わないでくれてありがとう。でも残念だけどマナの木が枯れてしまい世界からマナは消えてしまいました。私はマナと共に消える運命。短い間だったけど今まで本当にありがとう。 みんなのことは忘れないよ。そんな、行かないでくれ。違うの。心配しないで。みんなが未来を信じて戦ってくれたから、私は生まれ変わることができるの。新たなマナの女神に。 フェアリーはマナの木の種。本当に信じ合える人、理解し合える人と出会った時、新たなマナの木、マナの女神として生まれ変われるのです。失われたマナを再び取り戻すため、 私はここでマナを生み出す新たなマナの木となって眠りにつきます。マナが元に戻るには1000年以上かかるかもしれません。1000年後の人々、あなたたちの子孫がその時まだマナの木のことを覚えてくれていたら、私は覚醒し、きっと力になれるでしょう。でも、 もし未来が私を必要としなければ、いつまでもここで世界を見守っていることにします。さあ、お別れです。聖剣の勇者たちよ、さようなら。あなたたちの心の中のマナの剣がいつまでも光り輝き続けますように。 Tja. Keine Sorge, es geht noch weiter. Du erlebst jetzt nochmal, was die Charaktere jetzt, wenn sie nach Hause kommen, machen und so. Ah, okay. Okay. Also noch mehr Cutscenes. Ja. Geil, und jetzt kriegen wir immer eine kleine Ladezeit dazwischen geschoben. Nice. Kann man machen. Jetzt weißt du, warum ich die bei mir rausgeschnitten habe. Ja, kann man machen, auf jeden Fall. Ist ja furchtbar. ジェシカ、それに北海も。わしは長い間悪夢を見せられていたようだ。イーグルのことは皆に聞いたよ。残念だ。イーグルのためにもわしは奴が愛したこの盗賊団を守っていくぞ。世界からマナが失われ、砂漠の水も枯れる一方と聞く。ならば、わしらが次に盗むものは決まりだ。
自然というやつから水と緑を手に入れるのだ。かつてこの砂漠も緑豊かな大地だったという。もう一度砂漠に雨を降らせ、緑の大地を取り戻すのだ。その方法は必ずあるはず。それまで頑張ろう。Okay. Ehrenwerte Aktion für eine Diebesgilde, ne? Auf jeden Fall. Muss ja so sein, ne? Er hat viel Schlimmes getan. Charlotte, 無事だったか? よかった。お前にもしものことがあったら、わしはお前の両親。リロイとシェーラに申し訳が立たん。それよりおじいちゃん、病気は？ヒースがわしの呪いによる病を治してくれたのじゃ。あるよ、突然ヒースの幻影が現れ、禁じられた闇の呪法を使い、自らの命を犠牲にしてわしを救い、消えてしまったのじゃ。こんな老いぼれのために命を捨てるなと止めたのじゃが、ヒースは闇に落ちた自分自身が悪に染まってしまう前に、自ら命を絶つためあえて闇の禁呪を使いおったのじゃ。ヒース、ja, jetzt weißt du, warum er gestorben ist. Ja, nice. Charlotte. Charlotte. Mana の女神様に助けられたんだ。闇に落ち。自ら命を絶って暗い空間を漂っていたら、柔らかな光が私を包み、女神様の声が聞こえたんだ。そして女神様がフェアリーだった時の命をこの私に授けてくださったのだよ。私は女神様によって身も心も救われたんだ。ん？シャルロット？大丈夫だよ。もうどこにも行かないから。さあ、涙を拭いて。女神様に笑われちゃうぞ。Genau, der Brudi lebt einfach wieder, ist klar, Alter. Ja, das hab ich auch gedacht. Das ist ja. Aber wenigstens ein Happy End, ne? Ja, so ein bisschen. Was? Ja, genau. Und was ist jetzt mit Karl? Was ist mit Karl? バカめ、何を生きり立っておる。お前はすぐ早とちりするからダメなのだ。もっと相手や情勢を冷静に見て行動せい。何を？お前はカールを殺してしまったと思い込んだようだが、これを見ろ。食らう男の使った現実によって仮死状態になっていただけだ。それをお前はよく確かめもせず埋めてしまいおって、かわいそうに。
後でわしが自ら掘り起こして助けてやったのだ。獣人よ、オイラあんたを誤解してた。構わん、むしろその方が好都合だったがな。お前は母親がいないせいか、子供の頃からすぐに弱さが表に出る。お前にはもっと強くなってもらわねばならん。お前は自分の母親は逃げていったと思い込んでいるようだが、本当はお前が幼い頃に病気で死んだんだ。だがそれを知らせないで怒りをわしに向けさせたかった。怒りや憎しみは力や強さを引き出すのに利用できるからな。だがそれは真の強さではない。真の強さはそれを超えたところにあるのだ。人間への復讐とかマナの剣とか、そんなことにはわしは関心がない。このビーストキングダムを建てたのも、それまでの獣人たちがあまりに情けなかったからだ。いつまでも人間たちに虐げられたことを根に持ち、うじうじしていても仕方がなかろう。人間界への侵攻は、そんな獣人たちに勇気と希望を与えるための口実に過ぎん。だがようやく獣人たちも自信を持ち始め、なんとか自立することができたようだ。わしはな、弱い奴が許せんのだ。信じられるのは何事にもくじけない強い心と力だけだ。ケビン、お前もようやく自立への道を歩み始めたばかりだ。自分が信じる者のために戦え、ケビン。わかったよ、獣人よ。おいら、これからも仲間たちと一緒にマナが失われたこの世界で未来に向かって戦い続ける。そして獣人よ、いつかあんたを超えてやる。それはどうかな。お前みたいなひよっこに負けるほど置いてはおらん。さあ行け、ケビンよ。Ja. Da hat der Karl lebendig vergraben gehabt. Karl und Oira, これからもずっと友達。そしてほら、仲間のみんなも Karl と友達だ。これからもっともっと友達増えるぞ。よかったな。Leute! Ja! Das war's! Story! Story ist vorbei! Oh. Das ist süß! Und jetzt? Ja! Und jetzt bekommen wir noch ein paar Bildchen. Alles hat sich zum Guten gewendet. Karl lebt noch.
Sie trainieren alle, Heidmar lebt. Hawkeyes Freundin geht's gut. Schönes Ende. Nur Falk ist nicht wiederbelebt worden. Das richtige Fazit, Leute, nicht wundern, gibt es erst wirklich, nachdem wir auch das Aftergame haben. Ich werde nicht zu viel jetzt noch zum Spiel sagen. Wir werden halt nur sagen, schönes Ende und so. Richtiges Fazit gibt es, bevor wir den letzten Dungeon abschließen. Dann werden Miku und ich unsere Endmeinung geben. Bei Miku könnt ihr schon reingucken in seinen Trials of Mana LP. Da hat er sein Fazit wahrscheinlich schon abgegeben. Ja, natürlich. Bei mir kommt es erst, wenn wir den letzten Dungeon abschließen werden. Dann werde ich das Fazit nennen. Hier werde ich jetzt einfach nur sagen, wir haben ein schönes Happy End jetzt noch bekommen. Also ich kann mal schon sagen, zu den Charakteren brauchst du jetzt noch nichts einzeln sagen, weil da kommt halt auch ein Bonus, ne? Da kommen halt auch die ganzen Zusatzdinger noch. Ja. Aber du kannst so generell zum Spielen, zum Kampfsystem was sagen. Das kannst du machen, weil da verändert sich jetzt nicht so viel. Ja, was soll ich zum Kampfsystem großartig sagen? Ich mag es sehr. Ich bin ja eh so ein Fan von sowohl rundenbasiert als auch actionorientiert. Und das hat man hier. Ich hatte sehr. Jetzt aber nochmal zurück. Das Kampfsystem ist nice. Es erinnert mich stark an Kingdom Hearts. Und das gefällt mir sehr gut. Auch, dass es sich so leicht spielen lässt, weil im Original ist das ja überhaupt nicht so. Da habe ich von Miku Schlimmes gehört. Es spielt sich furchtbar im Original. Ja, ich finde es jetzt nicht furchtbar. Ich finde es halt, als spielt sich halt anders. Es ist halt ein älteres Spiel, ne? Genau. Ich finde es immer noch nice. Und ja, ein bisschen enttäuscht war ich vom letzten Boss. Der war lahm. Auch wenn der Kampf cool war, gar keine Frage. Der Bossgegner war halt sehr lahm. Noch ein bisschen schade finde ich, dass wir in meinem Playthrough keine Waifu hatten. Leider. Ist halt nun mal so, wie Miko und ich hatten uns vorab schon drauf geeinigt, dass es keine Waifu gibt. Also gibt es keine Waifu. Guckt bei Miku rein, wenn ihr Waifus kämpfen sehen wollt. Der hat Waifu-Armee und ich halt nicht, aber das ist ja nicht schlimm. Da sind ja nur zwei. Dafür hatte ich Kevin. Du hattest Kevin, das ist unsere Waifu. Ja, richtig, Kevin ist halt echt strong gewesen und ja, mehr habe ich jetzt noch gar nicht zu sagen. Soundtrack und sowas werdet ihr alles von mir erst zum Ende des Let's Plays erfahren. Das ist noch nicht das Ende, es wird weitergehen und... Genießen wir das Happy End, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, wie Miku schon gesagt hat, wir hatten ein paar Discord-Probleme. Das alles hört ihr jetzt am Anfang von den Credits. Und deswegen reagiere ich auch einmal kurz, wie eben gerade ein bisschen anders. Und ja. Aber jetzt musst du gleich nochmal ein bisschen was schneiden. Weil jetzt wollen wir gleich nochmal auf das Ende noch komplett eingehen, wenn hier noch was gleich kommt, ne? Menü oder so, da wird ja was freigeschaltet. Ja, genau. Genau. Müssen wir ja gleich mal gucken, ne? Oh Gott. Oh nein. Sie rastet aus. nicht wundern, Train Cut, dass das alles am Anfang hat. Wir hatten gerade ein paar Discord-Probleme. Ja, genau.
So, genießen wir noch Flämmchen, wie es rumfliegt. Und Wuskaff! Wuskaff, Alter! Wuskaff, da musst du gucken, wie du das schneidest, ne? Du willst ja unsere Reaktion auch mit zum Bild haben, ne? Ah, oh, geil, Alter. Ja, das sollte nicht so schwer werden, dass ich das so ein bisschen hin und her schiebe, aber passt schon. Ja, Discord hatte gerade ein paar mega Probleme gehabt. Ja, nicht, also wundert euch da nicht, dann kann es mal zu längeren Pausen kommen, wenn ich das hin und her schiebe. Also nicht wundern. Ja. Ja, so, jetzt sind wir bei den richtigen. Jetzt kommen die richtigen Credits, jetzt, ne? Jetzt kommen die richtigen Credits. Ah, guck doch mal, wie schön dieses Mana-Reich ist, eigentlich. Richtig, so sah das Mana-Reich aus, bevor es verdorrt war. Na, ich glaube, es wurde ja so wieder hergestellt jetzt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist die Fee zur Mana-Göttin geworden. Das ist auch mal sehr cool, ne? Das ist halt in wirklich Dawn, sehr in, cool. In Dawn of Mana wird es ja anders erklärt. Da wird ja gesagt, dass es ein Samen braucht, eine Mana-Maid und eine Fee, um zur Mana-Göttin zu werden. Aber man weiß ja nicht, wie sich die Bräuche über die Jahrtausende ändern, ne? Richtig, oder wie sich allgemein, vielleicht finden die Mana-Göttinnen ja andere Wege, andere Mana-Göttinnen zu erschaffen. Das kann ja auch sein. Genau. Trotzdem, ich habe das Spiel bis zu diesem Punkt sehr genossen. Ich werde es auch weiter genießen, weil wir haben jetzt noch ein paar Parts vor uns, bevor wir dann dieses Projekt komplett abschließen. Und dann haben Miku und ich es richtig einfach, weil dann machen wir, freut euch drauf, Leute, Multiplayer-Runden gibt's wieder. Woo! Ja, so ein paar andere Sachen, ne? Mal gucken, was da kommt. Richtig, aber habt keine Sorgen, das nächste Projekt ist schon geplant und so gut wie fertig. Wir wollen jetzt aber erstmal was Leichteres machen, wo wir einfach mal 3 Parts pro Woche nur aufnehmen müssen und nicht 6. Ja. Das ist halt schon ein bisschen sehr anstrengend, wenn man 2 Projekte am Laufen hat auf 2 verschiedenen Kanälen. Und dann wollen wir ein bisschen einfach mal aus Spaß zocken mit euch und uns wieder mal aufregen und ausrasten. Wo wir keine Story-Vorgabe haben. Richtig, genau. Und das nächste Projekt ist schon in den Startlöchern, also macht euch da keinen Kopf. Aber jetzt gibt's erstmal für uns ein bisschen Pause und ein bisschen mehr auf Spaß und nicht so auf Story. Und da haben wir auch richtig Bock drauf. Und wird geil werden. Erfreut euch auf Monster Hunter, vielleicht Mario Kart und vielleicht auch wieder Splatoon 2 ein paar Runden, weil Splatoon 3 wurde angekündigt und wir haben Bock. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon richtig hart. Ja, genießt Flämmchen, Leute, und ich beende den Part an der Stelle jetzt aber. Hast du noch was zu sagen? Also nicht den Part, aber unser Gespräch hier jetzt. Ich weiß nicht, wenn man die Credits so alleine gucken will, kann man es auch selber durchspielen. Können ja vielleicht was zu den Credits da sagen, was da wie viele Leute mitgearbeitet haben. Das war eigentlich voll viel. Eigentlich und schon, ne? Das ist schon sehr viel. Vor allem das Spiel hat sich, ob ich es auch unter einem Partner gesagt habe, vor kurzem hat Square Enix, beziehungsweise Seiken der Letzte Stuff, der hat getweetet, dass sich Seiken der Letzte 3, also 3 auf Mana, das Remake ganze eine Million mal verkauft hat jetzt mittlerweile. Wie, das Remake hat sich 1 Million mal verkauft? Ja, das ist bei 1 Million Marke geknackt hat, ist ein bisschen mal über jetzt wahrscheinlich, ne, aber ist schon ganz cool für so ein Spiel. Ja, definitiv. Für so ein Nischenprojekt kann man ja schon bei uns im Westen sagen, ne? Mittlerweile schon, aber ich find's geil, dass die Seiken der Setsu-Reihe, also die Mana-Reihe, mittlerweile Aufwind erfährt, ne? Wir haben das Vita-Remake von Adventures of Mana, von Mystic Quest Adventures of Mana bekommen, wir haben Secret of Mana-Remake bekommen für PS4, das nicht ganz so gut ist. Wir haben. Spielt das Original. Jetzt, bitte. Wir haben jetzt das Trials of Mana Remake bekommen. Und jetzt demnächst wurde angekündigt Legend of Mana. Ja. Davon bekommen wir auch ein Remaster. Richtig. Freut mich sehr. Die Credits sind vorbei. So, passiert hier noch was? Ende. Einfach Ende. Das ist schön, oder? So, gibt's jetzt noch was? Koko wa doko da? Doko nano da?
おお、そうか。この世界は。Deine Verbundenheit mit der Fee hat dir eine neue Fähigkeit gewährt. Mana-Segen. Gemeinsame Fähigkeit. Mana-Göttin. Stellt im Kampf alle 10 Sekunden bei allen Verbündeten 2% der MP wieder her. Krasse Fähigkeit. Krasse Fähigkeit. Leute! Ja? Hier werde ich den Part beenden. Ja, war ein schönes Ende. Wir werden das Spiel im nächsten Part weiterspielen und gucken, was uns da noch erwartet. Hast du sonst noch was zu sagen? Nee, es war ein tolles Spiel, ein tolles Let's Play geworden, finde ich. Wir haben viel gelabert über allen möglichen Kram. Und ansonsten, bevor Discord nochmal abkackt, bedanke ich bei euch fürs Zusehen und hoffentlich schaltet ihr auch bei den weiteren Parts wieder ein. Richtig. Würde mich freuen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schaut bei Miku vorbei. Er spielt Majora's Mask mit mir in der Huan-Timeline. Ist ein nices Projekt. Er müsste den dritten Dungeon, den dritten Part, den wir, wenn ihr den hier gesehen habt, auch sehen könnt, bei ihm abgeschlossen haben. Hoffentlich. Hoffentlich. Und dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Like das Video, abonniert unsere beiden Kanäle und hoffentlich sehen wir euch beim nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.